Hallöchen, meine Freunde, willkommen zurück zu der 8. Folge, glaube ich, von Yu-Gi-Oh! Und unser Duell gegen May, Duell Identität. Die Zeit für die finalste Turniere im Königreich der Duellanten war gekommen. Und Yugi und Jui waren mehr als bereit. Ich hoffe sehr, dass es die richtige Entscheidung ist, mich wieder zu duellieren. Aber Großvaters Seele steht auf dem Spiel, also muss ich es tun. Yugi und Jui gingen in die Arena und trafen auf die beiden anderen Finalisten, May und Bandit Kate. Bandit Kate, oder Kate, hatte sich seinen Weg in die Finals erschummelt und hatte nicht vor, jetzt mit den Schummeln aufzuhören. Yugi, Jui, May und Bandit Kate, ich heiße euch allen in der Playoffs Arena willkommen. Hier werden die letzten großen Duellmonster-Duelle ausgetragen, um den Champion des Königreichs, Duellanten, zu ermitteln. Nur einer von euch wird Sieger. Nur einer von euch wird die 3 Millionen Dollar Preisgeld gewinnen. Und natürlich verdient sich der Sieger der Playoffs auch das Recht, mich im Finalmatch herauszufordern. Dem Sieger wird eine Bitte gewährt. Er darf sich wünschen, was auch immer sein Herz am meisten begehrt. Und wenn es in meiner großen Macht liegt, wird sein Wunsch erfüllt. Außerdem wird der Sieger zum unbestrittenen Champion des Königreichs der Duellanten erklärt und damit die Nummer 1 der Welt. Und das, Jungs, werde ich sein. Sicherlich muss jedem Duellanten, der so weit gekommen ist, klar sein, dass der Titel und nicht das Geld der eigentliche Preis ist, nicht wahr? Du bist ein richtiger Komiker. Das Geld ist alles, was ich für die Operation meiner Schwester brauche. Ja, ich bin sicher, dass bei diesem Turnier für einige von euch mehr auf dem Spiel steht als für andere. Richtig, Yugi? Du hast die Seele meines Großvaters, die von Mokuba und sogar die von Seto Kaiba gefangen genommen. Aber ich werde einen Weg finden, dich zu besiegen und sie alle zu retten. Das erste Halbfinalmatch war Yugi gegen May. Obwohl May nun mit Yugi befreundet war, spielte sie auf Sieg. Früher dachte ich, dass die einzige Person, der einen Duellanten trauen könnte, sie selbst sei. Alle anderen waren einfach nur Gegner. Dann traf ich Yugi und durch ihn lernte ich, dass selbst die erbittersten Gegner in der Arena außerhalb davon Freunde sein können. Wenn er mir nicht seinen Sternenmarken geliehen hätte, hätte ich es vielleicht nie in die Finalrunden geschafft. Ich stehe tief in seiner Schuld. Ich habe Yugi ein ehrenhaftes Duell versprochen. Genau das werde ich abliefern. Aber wenn er denkt, das heißt, dass ich nicht alles geben werde, dann träumt er. Ich werde alles in diese Macht werfen, was ich habe, und wenn Yugi untergeht, wird es ein Sieg sein, auf den ich stolz sein kann. Ich habe ihm ein ehrenhaftes Duell versprochen. Ein leichtes. Und in der Serie war es so, dass Yugi wirklich sehr, sehr lange immer noch sehr verzweifelt war wegen der Niederlage, die Kaiba hinzugefügt hatte, und erst ganz, ganz spät im Match hatte Yugi sein Selbstvertrauen wiedergefunden, Herz der Karten wiedergefunden und das Match dann zu gewinnen. Oh, und wir dürfen aussuchen. Dann spielen wir natürlich als zweites. Schade, kein Teil der Toten. Anscheinend echt Gas hier. Die gibt richtig Gas. Okay, solange es keinen Aufschluss im Spielverzauber gibt, wie das Spielverteil der Toten behandelt, gut. Aktiviere einen dieser Effekte. Füge in der Hand ein Grabwächtermonster von dem Deck hinzu. Sofort nachdem dieser Effekt aufgelöst wurde, beschwöre ein Grabwächtermonster als normale Schwung. Du kannst nur einen Teil der Toten pro Spiel aktivieren. Effekt aktivieren, machen wir mal eben. Oh, ihn opfern wir sofort wieder. Oh,
Doch eine andere Möglichkeit hätte ich jetzt nicht gesehen gehabt, diese Karte zu zerstören. Na klar, die Karte hätten wir später vielleicht beschwören können, gucken aber, wie viele Karten haben. Aber ich wollte die Karte jetzt zerstören, also habe ich ihn jetzt quasi schon gerufen. Aktiviere diese Karte nur, falls sowohl ein Grabwächter-Monster als auch Teil der Toten auf dem Spielfeld liegen. Kein Spieler kann Monster als Spezialbeschwörer beschwören, außer Grabwächter-Monster. Die sind natürlich sehr effektiv für uns. Wir müssen hoffen, dass er jetzt nichts beschwört, dass wir dann die Karte legen können. Dann haben wir ja quasi Teil der Toten, dann können wir die auch legen. Gut, macht er nicht. Macht sie nicht. Was? Moment mal. Wenn ein Monster ins Gegenangriff dekaliert, du erhältst Schaden in Höhe der Attacke. Das angreifende Monster und falls du dies tust, verbannst du das Monster während der Endphase. Das nächste Spielzug, denn das Gegner beschwöre das Monster als Spielzug auf deine Spielfeldseite. Das ist cool. Setzen wir erstmal. Dann beschwören wir ihn hier. Oder sie. Dann machen wir dies hier. Ich hätte vielleicht eine Verdammungsposition legen sollen. Ah, wäre eh verdeckt. Die kann man keiner nicht offen reinlegen. Da müssen wir hoffen. Obwohl, ist ja relativ egal, glaube ich. Kann ich? Kann ich. Jetzt sollte er mich angreifen, werde ich die Fallenkarte aktivieren. Sag mal, er sollte sie mich angreifen. Mist. Ich werde sie nicht aktivieren können. Aber ich kann ein anderes Tolles aktivieren. Ich habe eh keine Monster mehr haben. Guck mal, ob sie Monster in der Hand hat. Hat. Oh. So Spieldrache der Harpien. Übrigens, wenn diese Karte zerstört wird, Grabwächters Priesterin, haben wir auch keinen Teil der Toten mehr. Aber egal, wird nicht zerstört, da sie kein Monster auf Hand hatte. Oh, einfach mal aus Prinzip. Ich glaube, das war's, May. Nein, nicht der Spiegel. Wenn diese Karte auf dem Spielfeld lag, werden halbiert. Solange diese Karte auf dem Spiel liegt, während jeder deines Bandpreises zahle 2000 LP oder zerstöre diese Karte. Oh! Du musst jetzt wieder zerstören. Oder sie ist tot. Oder er sagt besiegt. Hat mir nicht viel gebracht, außer eine Runde weiter zu kämpfen. Ich sag mal Leben und Tod, aber dann stirbt er bei nach dem Spiellager nicht. Eigentlich. Jo. Schon. Warte, May. Ich möchte dir etwas sagen. Hm? Danke. Du hast gesagt, ein Duelland kann mehr aus einer Niederlage lernen, als einem Sieg. Und du hattest recht. Aber du, May, hast mir heute eine Menge beigebracht. Ich musste mich meinen eigenen Ängsten und Schwächen stellen, sonst hätte ich dich nie besiegt. Es ist furchtbar nett von dir, das zu sagen. Aber mir scheint, dass ich auch noch viel zu lernen habe. Über Duelle und über mich selbst.
Aber andererseits lernt wohl kein Duelland jemals alles, was es zu wissen gibt. Und vielleicht ist die wichtigste Lektion, dass eine Niederlage nicht für immer bestehen muss. Du hast dieses Duell gewonnen, Yugi, aber es wird noch weitere geben. Du und ich werden uns in der Arena wiedersehen, Kleiner. Und dann sollst du aufpassen. Keats Blechlawine. Oder Kates Blechlawine. Das zweite Halbfinalmatch war Jules gegen Bandit Keat. Oder Kate, ich habe kaum wieder ausprobiert. Um im Duell anzutreten, musste jeder Teilnehmer seine Zugangskarte für das Turnier vorlegen. Aber Jules hatte überraschenderweise keine. Was Jules nicht wusste, Bandit Kate hatte Jules Zugangskarte in der Nacht zuvor gestohlen. Die Regeln des Turniers sahen vor, dass Jules 5 Minuten Zeit hatte, um seine Karte zu finden, sonst würde er disqualifiziert. Jules suchte überall, konnte die Karte aber nicht finden. Auf dem Weg zurück in die Arena brach er im Korridor zusammen. Tut mir leid, Schwester. Ich war nah dran, ganz nah. Steh auf, Jui, und hör nicht auf zu flennen. Du siehst aus wie ein zu groß geratenes Baby. Wer flennt? Ich habe etwas im Auge. Das kommt einfach nicht raus. May gab ihm ihr Taschentuch. Hier, putz dir aber nicht die Nase damit. Weißt du, jedes Mal, wenn ich denke, ich hätte dich durchschaut, überraschst du mich. Hm? Der hat mir von deiner kleinen Schwester erzählt, dass du dich duellierst, um das Preisgeld des Turniers für sie zu gewinnen, damit sie ihre Operation bekommt. Klang wie eine schlechte Seifenoper. Um ehrlich zu sein, aber im Grunde mögen wir doch schlechte Seifenopern, oder? Wie auch immer, wir sehen uns, Süßer. Als May ging, bemerkte Jui, dass sie ihre Zugangskarte für das Turnier im Taschentuch versteckt hatte. Warte, May, nimm sie. Ich brauche sie nicht mehr. Etwas möchte ich dir aber noch sagen. Hm? Bring Bandit Kate zur Strecke. Jui rannte zurück in die Arena. Der Mistkerl ist also gekommen, um uns schlechte Nachrichten zu überbringen, oder? Lass mich raten. Du konntest die Karte nirgends finden. Wovon redest du? Ich hab sie doch hier. Also gut, Kate, zeig für unser Duell. Okay, ein bisschen habe ich ja gehofft, dass du dich zeigen würdest. Eine kleine Aufwärmung kann nie schaden. Ich werde dich aufwärmen und erledigen. Sag mir, wie es sich anfühlt, als Amateur im Duell gegen den Interkontinentalen Champions anzutreten. Oh, die Interkontinental Championship? Ich könnte in einer Cornflakes-Packung einen besseren Preis gewinnen. Du Mistkerl, ich werde dich lehren, meinen Titel zu respektieren. Mist. Einzelmodus, erste Runde. Was ist eigentlich für eine Karte? Weiß ich gar nicht mehr. Führe in der Hand einen Spielverzauber von deinem Deck hinzu. Oh! Da sage ich nicht nein. Das wird er nicht überleben. Aktiviere einen dieser Effekte. Füge in der Hand ein Grabweichemonster von einem Deck hinzu. Wurde nachdem dieser Effekt aufgelöst wurde, beschwöre ein Grabweichemonster als normal schon. Du kannst nur einen Thron im Teil der Toten pro Spielzug aktivieren. Dann machen wir etwas anders. Und zwar: Wir holen uns ein Grabwächtermonster. Und zwar. Sollen wir ihn nehmen? Nee, momentan noch nicht.
Nee, Mund haben wir nicht. Wir holen, komm. Mist, der hat die Maschinenkarten ganz vergessen. Weil diese Karte in Verteidigungsposition von einem Monster eines Gegners angegriffen wurde, oder Schadensbrechen rüstet das angegriffene Monster mit dieser Karte aus, dann während der nächsten Zentralphase deines Gegners zerstöre das Monster, das mit dieser Karte ausgerüstet ist. Weil du dies tust, füge deinem Gegner Schaden in Höhe der Attacke zu, die das zerstörte Monster auf dem Spielfeld hatte. Mist! Nein! Oh, ich bin so blöd! Ich möchte wieder angreifen! Oh, Mist! Was ist das für ein Spielfeldzauber? Weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich nur eine Maschine, oder? Ich weiß, was das ist. Er braucht keine Spezialbeschwörung zu tätigen. Heißt, diese Karte ist leider hinfällig gerade. Hä, ich kann einen Effekt aktivieren. Während einer beliebigen Main-Phase der Zugspieler kann 1000 LP die Anzahl des Monsters zahlen, die normalerweise für die Triebbeschwörung eines Monsters benötigt würde. Was gucken. Du kannst diese Karte als Revue-Beschwörung beschwören, den du eingrabst, welche Monster es gut anbietest. Würde ich eher machen, weil der diese Karte hat 2 Attacken für jedes Grab, welche Monster in deinem Friedhof. 2, 4. Würde nicht reichen. Würde leider nicht reichen. Kann ich jetzt aktivieren und dann zahle ich 2000 an die legen und kann ihn dann besiegen. Finde ich gut. Und jetzt aktiviere ich die. Damit beendet auch alle seine Monsterkarten wegwirft. Finde ich gut. Dann weg mit dem Schmutz. Gefällt mir. Danke, Bende, für deine Unterstützung. Weil ich so coole Karten nehmen kann, ohne was zu opfern. Du, er hat 200 Death für jedes Grabwächtermonster in deinem Friedhof. Und hier alle Monster-Effekte, die im Friedhof aktiviert werden, außer denen von Grabwächtermonstern, solange Teil der Toten auf dem Spielfeld liegt, kann der Gegner keinen Spielfeld-Zauberkarten aktivieren. Solange Teil der Toten auf dem Spielfeld liegt, kann der Gegner keinen Spielfeld-Zauber aktivieren. Nein! Abbrechen. Ob du abbrechen konnte? Ich weiß, Defensive hat es mehr. Ich will dich auch gleich in Defensive packen. Gleich. Wenn ihr überlebt, hoffe ich. Ich hoffe, dass die Aktivierung dieser Karte jetzt hinfällig wird. Wegen diesen Effekt, wo steht, Spielfeldzauberkarten, kann dein Gegner keine Spielfeldzauberkarten aktivieren. Und die wird ja jedes Mal aktiviert, glaube ich, ne? Ich hoffe, es klappt. Ich weiß es nicht.
Ist eh egal, er hat verloren. Jetzt will ich gar nicht wissen, weil er deine Hand hat oder funktioniert hat. Schau, Bandit. Unmöglich, er hat mich geschlagen. Dieses Duell zählt nicht. Die Zugangskarte, die Julie für dieses Match gezeigt hat, war nicht einmal seine. Deshalb darf das Duell nicht zählen. Und er muss sofort disqualifiziert werden. Er hat recht. Meine Karte war weg. Also gab mir May ihre. Aber sag mir, Keed, wie konntest du wissen, dass das nicht meine Karte war? Ich bin ganz Ohr. Also warum erklärst du es nicht? Das muss er nicht. Es ist klar, dass Keed Jules Karte gestohlen hat. Deshalb war er sich so sicher, dass du sie nie finden würdest. Bring den Schuft weg. Weit weg. Nein! Und dazu muss man sagen, in der Serie hatte Bandit noch ein bisschen geschummelt. Er hatte sich Karten aus dem Ärmel gezogen gehabt und so. Wird hier leider auch nicht erwähnt. Beste Freunde hatte Gegner. Mit dem Sieg von... Wie nehme ich das auf? Oh, 1 Minuten schon. Mit dem Sieg von Jui über Bandit Keed war nur die Zeit für das Finale des Turniers gekommen. Jui gegen Yugi. Beste Freunde und jeder duellierte sich für eine gute Sache. Yugi Mutu denkt, ich muss dieses Match gewinnen, damit ich mit Pegasus duellieren, damit ich mich mit Pegasus duellieren und meinen Großvater retten kann. Aber um zu Pegasus zu kommen, muss ich meinen besten Freund Jui besiegen. Jui denkt, ich muss dieses Duell für meine Schwester Serenity gewinnen. Yugi, ich hoffe, du hast keine Bedenken, dich mit mir zu duellieren. Es tut mir leid, Jui, aber ich weiß nicht, ob ich das tun kann. Reiß dich zusammen, Yugi. Du hast selbst gesagt, wenn wir gegeneinander treten müssen, spielen wir einfach unser bestes und ehrenhaftes Duell. Das ist die einzige Möglichkeit, wirklich herauszufinden, wer von uns am besten darauf vorbereitet ist, im Finalmatch gegen Pegasus anzutreten. Also lass uns das Duell austragen. Okay, vielleicht hat Jui recht. Es mag mir nicht gefallen, aber wenn wir Pegasus schlagen wollen, müssen wir es einfach tun. Was meinst du, Yugi? Lass uns das durchziehen. Also gut, Jui. Zeit für ein Duell. Ich freue mich schon echt auf den Kampf gegen Pegasus. Gucken, ob der auch so schwer wird wie in der Serie. Setzen wir die hier erstmal. Und klappt gut. Mist. Hacke. Oh, was? Keine Monsterkarten? Was? Na gut, wenn er so haben möchte, ne? Dann gerne. So hat er hier nur Zauber- und Fallenkarten auf der Hand. Kurios. Oder halt Monster, die er nicht legen kann, momentan. Die zu stark sind. Habe ich ihn gerade schon besiegt? Glaub wohl. Okay, Jui. Weil du ein vernünftiges hast, kann sein, dass die letzte Runde ist.
Er hat natürlich was Vernünftiges. Oh Gott. Ich hätte meine Klappe nicht mit aufreißen dürfen. Kacke. Also wenn ich die legen würde, würde mir nichts bringen. Er hat dann 2, 4, 6. Oder? Warte mal, sind da drei Monster? Ja, ne? Ne, 2, 4, 4. Und wenn ich ihn opfern würde, 6. Also 2600. Würde mir auch noch nichts bringen. Fuck. Aber was, wenn ich... mal überlegen. Will mir auch nichts bringen. Will mir dies verbringen? Ich weiß es gerade nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht. Ich versuche mal. Natürlich nicht. Kacke, verdammt. Wir werden vielleicht wegen dieser Karte gegen Joey verlieren. Und wegen meiner Dummheit natürlich. Wir müssen halt echt ein bisschen Deckung bleiben. Wenn ich die legen könnte jetzt, dann könnten wir gewinnen. Aber ich kann die momentan noch nicht legen. Jede Karte, die ich spiele, wird zerstört. Und dann kann ich keine Karte opfern für diese Karte. Mist, ich war mir schon so siegessicher, wenn ich ehrlich bin. Hat sich ganz schnell in Luft aufgelöst, meine Siegessicherheit. Ich kann das jetzt nochmal machen, aber... bringt mir gerade auch nicht so viel. Drei, vier, 4200. Hoffentlich hat er jetzt kein Monster. 3, 4, 5. 5200. Wenn wir jetzt keine Karte haben, haben wir verkackt. Nice. Jetzt vergab ich mal zu der Attacke, erhält Attacke, Def in Höhe, und Stufe. Sollte eigentlich reichen, oder? Das soll eigentlich reichen. Haha. Effekt aktivieren. Also rein theoretisch, wenn er clever wäre, würde er mich selber mit diese, würde er beide Karten zerstören. Aber ob er das macht, weiß ich nicht. Weil es Death, dann würde er, glaube ich, jetzt, wenn ich da richtig sehe, glaube ich, Malkart zerstören können, aber seine nicht, ne? Oder? Sehe ich da richtig? Bin mir gerade nicht ganz sicher. Wieso macht er das nicht? Der hätte mich jetzt besiegen können. Locker flockig.
Und da ich jetzt Teil der Toten habe. Was bringt die? Warte mal. Aktiviere ein oder beide dieser Effekte. Wenn ein Monster eines Gegners einen Angriff dekolliert, wähle das angreifende Monster andere, das Gewehr zieht die Verteidigungsposition. Wähle ein auf das Monster, das du kontrollierst, größtes Gewehr zieht mit dieser Karte aus. Es erhält 500 Attacke. Ich kann damit auch weiterkämpfen, oder? In Angriffsposition ändern. Effekt aktivieren. Ich habe eh keine Monster. Effekt aktivieren. Er hatte eins. Effekt aktivieren. Effekt aktivieren. Setzen. Wetterangriff. Ich dachte echt, ich wäre tot. Ich habe Glück gehabt. Okay. Jetzt nehmen wir ihn hier. Und ich glaube, das war Jules stärkste Karte. Eigentlich kann er meine Karte nicht mehr besiegen, wirklich. Außer mit der Fallenkarte oder so. Und da hoffe ich natürlich, dass er die nicht hat. Okay, die Karten haben keinen Effekt, also weg damit. So, Julie, jetzt noch einmal. Wenn du, wenn du nächste Runde keine von den Karten hast, bist du tot. Also nicht, ich sag mal tot, dann bist du. Hast du verloren. Wo ich das gesagt hatte, kam sein komischer. Sein komischer Fusionsmonster da. Dieser rotäugige. Kaum, wie heißt der nochmal? Hab ich vergessen. Dämonendrachenkopf oder so? Ne, weiß ich nicht mehr. Ne, mach ich jetzt nicht. Ne, mach ich nicht. Beschwören. Einmal pro Spielzug. Du kannst eine Münze werfen und das Ergebnis voraussagen. Falls du richtig vorausgesagt hast, zerstöre alle Monster, die dein Gegner kontrolliert. Wieso hat er das nicht gemacht? Also, er hätte jetzt eh verloren. Wieso, der war seine letzte Hoffnung eigentlich. Ah ja, ich habe ganz vergessen zu aktivieren. Bringt das nichts mehr, aber egal, aktiviere ich es trotzdem noch. Ciao, Jui. Nun, Yugi, wir wussten, dass einer von uns verlieren musste. Aber die gute Nachricht ist, einer von uns musste auch gewinnen. Herzlichen Glückwunsch, Kumpel. Hier, nimm meine Karte, die Gloria aus Königs rechter Hand. Zeige sie Pegasus, Schergen, Corquette, keine Ahnung. Und er wird dir 3 Millionen Dollar preisgegeben. Ach so. Nein, Yugi, behalte du sie. Deine Schwester braucht dieses Geld. Yugi, ich habe nicht an diesem Turnier teilgenommen, um reich zu werden, Yugi. Ich bin nur hier, um meinen Großvater und die Kaiba-Brüder zu retten. Bitte nimm das Geld für Serenities Operation. Als ich das Duell verlor, verlor ich auch alle Hoffnung auf die Rettung meiner Schwester. Aber jetzt, Yugi, danke. Und jetzt geh und mach mit Pegasus fertig. Das Millenniums-Duell, das aber in der nächsten Folge. Danke fürs Zugucken, zu hören. Bis bald. Ciao.